Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Jauni und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Wir sind hier im Schlacht um Gilneas. Um oder von? Schlacht um Gilneas natürlich, klar. Ach, schönes Begriff, das ich weiß, ich sag's jedes Mal, das ist aber schön, macht Spaß. Aratin klein. Musik läuft, ist aber irgendwie gerade leise. Ah, ne, doch, da kommt's, oder? Der In-Game-Sound ist zu laut. Waren das. War das mal leiser hier, ne? So, mal grad gucken. Ja, das sollte jetzt wieder passen. Natürlich buffe ich mich selbst, denn ich bin allein unterwegs. Ja, das klingt vielleicht egoistisch, aber die Buffs sind mir dann irgendwie zu schade, um sie an die meisten Randoms zu verteilen. Ich weiß es nicht. Ist immer so eine Sache. Ich könnte ja ihm hier was geben. Ach, weißt du was? Komm, ich gebe mir Könige und Weisheit und Erik nochmal Kings. Segen der Macht finde ich jetzt persönlich nicht so pralle. Ganz ehrlich, das ist ein Segen, den sie nicht und nicht entfernen können, aber sie können das ruhig anders handhaben. Können den anders machen. Ich finde den doof, ganz einfach. Das ist, ich weiß auch nicht, was sie sich so dabei gedacht haben. Das war ja lustig, ein Argument dafür ist, ja, man macht ja dann noch Schaden, wenn man tot ist. Also wenn man den Segen auf andere verteilt, was man in der Regel auch macht. Aber ganz ehrlich, ich finde den Segen so Banane. Ein so offensiven Segen. Moment, Genen. Ja, besser spät als nie. Einen solch offensiven Segen hatte der Retri, glaube ich, noch nie gehabt. Er hat ganz viel Segen der Macht, aber Segen der Macht hat immer die Angriffskraft erhöht, okay. Das war offensiv, ja, okay, aber das war jetzt nicht so die Welt. Das hier, der ist ja unterschiedlich. Und dann hatten wir jahrelang ja Segen der Macht gehabt mit Mastery. Und der hat ja dann, ja, der war offensiv und defensiv, je nachdem, was es halt gebracht hatte. Also sprich Schaden oder Heilung. Oder beides gab es, glaube ich, auch, oder? Nee, glaub nicht. Gut, okay, wir versuchen uns jetzt hier mal, was ist hier? Da kommt der Lyhanter. Aber nur einer. Ne, dann gehen wir wieder. Mine. Mine, Leute. Mine, 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 Mine. Nein! Ach, scheiße. Jetzt bist du doof. Ach, Menno. Wo sind die? Was sind? Der ist weg. Ah, hier, okay. Zergen irgendwo halb dazwischen. Wo ist der Decay? Der ist da. Komm, gehen wir in die Gleichhandauflegung. Das hat ja keinen Wert. Ach, ich habe jetzt gar nicht die Skillungen alles, bin ich durchgegangen. Na? Krieg ich nicht. Den können wir langsamer machen. An den können wir mal rangehen. Den können wir stunnen. Kriegt der jetzt ins Gesicht? Ich bin mit euch gar nicht die Talente durchgegangen. Sorry. Was hat denn der da jetzt an? Parierchance. Komm, hey, jetzt nochmal ein Stun. Zack. Geh raus. Geh auf den da. Da ist er. Ja, die Talente muss ich mit euch natürlich gehen. Das habe ich doch vergessen. Komm, jetzt kriegst du nochmal einen Stun. Und jetzt. Wumms. Ah, doch. Schade. Er sollte eigentlich richtig in die Kelle rauskommen. Wollte aber nicht. Den haben wir mal irgendwie hoch. Ja, klappt ja prima. Der wird mit dem anderen noch mitgeheilt. Brauchen wir den Krempel hier mal auf. Hauen ihm ins Gesicht, dann eben nicht. Oh, Pistolenschuss, ne? Zwischen die Augen. Ein Stück, irgendwas. Den heilen wir mal. Freedom. Wir agieren mal wieder so ein bisschen als Supporter. Was aber schwierig wird. Ich hoffe echt, dass in der Hinsicht noch irgendwas passiert. Rüstdorteil und das da neu und ab ins Gesicht. Ich habe übrigens eine Frage an euch. Und zwar die Partikeldichte hier. Und zwar geht es um die Verzauberung. Wobei, da hat es wahrscheinlich, die Verzauberungen sind extrem schwach. Scharfrichter ist hier so die Ausnahme. Ihr seht das aber hier, da ist irgendwie nichts. Wenn ihr da den Befehl, ich weiß nicht, ob es da schon irgendwie Informationen gibt über den Befehl. Oh, 99k nicht. Über den Befehl, was man da benutzen machen muss, um es zu ändern. Also, ist irgendwie grauenhaft.
nochmals dann und nochmal und nochmal. Soll was können. Falls es euch aufgefallen ist, ich habe Klinge des Zorns drin. Warum? Niedrigerer CD. Den müssen wir noch heilen. Den auch. Der ist im B-Block. Oh, ein Speedbuff. Inline. Jetzt stirbt er eh. Bubble ist raus. Der wird geslowt. Haben wir auch wieder heile gemacht auf. Treten ihm aus dem Leben. Hier. Stun und. Och Mann. Und ich mit Speedbuff wieder. Ja, die Effekte. Also man sieht das hier. Kurz mal zeigen. Das leuchtet ordentlich, aber das ist ziemlich die einzige Verzauberung, oder die einzige Verzauberung, die wirklich so 0, nee, 0 zu 500 geht nicht mehr. 15. Das ist die einzige Verzauberung, die wirklich ordentlich aussieht. Schade eigentlich, aber irgendwas, Blizzard reagiert leider nicht drauf, schade. Wäre mal schön zu wissen, weil die sind irgendwie viel schwächer. Selbst neuere Verzauberungen, die eigentlich cool aussehen, die sind auf den großen Zweihandwaffen, die ich so habe, und das sind ja eigentlich so die bekanntesten auf jeden Fall, die sind so hässlich. Die sehen ja nichts aus. Naja, gut. Jetzt komme ich gar nicht mit euch dazu, die Talente durchzusprechen. Ist ein blöder Arsch, das bopp ich. Und weil ich es kann, trete ich dich einfach mal aus dem Leben. Hätte ich einen Holy Pally? Ah, ne, bin ich schon wieder. Nö. Stun und. Oh, selber Stun. Scheiße. Zack. Ich will dir doch ins Gesicht hauen. Oh, da haben wir schon gewonnen. Cool. Nee, das geht nicht. Da hänge ich eins dran. Das tue ich euch nicht an. Das ist ja gemein. Das kann ich euch ja nicht antun. Komm, gleich immer anmelden hier. Das geht ja gar nicht. Ja gut, okay, dann gehen wir die Talente jetzt eben durch. Ich hab eigentlich... Was habe ich denn gerne? Ich habe nur das hier gerne. Ich habe Kling des Zorns drin, weil halt niedrigerer CD. Ich habe mehr Heile gemacht, die ich für TV oder so mehr raushauen kann. Göttlicher Sturm lohnt sich ja eigentlich fast gar nicht. Man muss... da muss man dann schon mit dem großen Richterteil spielen und dann kann man den Göttlichen Sturm die ganze Zeit raushauen. Weil dann natürlich... Moment, fünf Ziele sind es, glaube ich. Warte mal. Standardmäßig trifft das Richterteil 3 Ziele, war das nicht 3? Also stand ein Ziel und 2 zusätzliche und mit größerem Richterteil und großem Richterteil nochmal 2 zusätzliche, da wären es 5. Wenn ich mich nicht irre, und dann würden halt 5 da direkt Damage bekommen. Jetzt muss ich doch nochmal gehen. Na super, gleich auch ein BG, was ziemlich lange dauert. Ich bin eh ein bisschen im Stress, was Aufnahmen betrifft. Ich habe die ein oder andere Dinge zu tun, dass ich nicht unbedingt dazu komme. Ja, so, gibt's noch einen Heiler? Jetzt wird das hier einstellen. 15. Ach, da ist doch einer. Segen der Macht, Könige. So. was wollte ich denn sagen? Ah ja, genau. Richtet ein Ziel und 2 Gegner in dessen Nähe. Also 3 Ziele und hier nochmal 2 dazu. Ne? Genau, und nochmal 2 zusätzlich. Plus Crit. Genau, plus definitiver Crit, wenn die Ziele mehr als 50% haben. Ja, als 50% live haben. Also man trifft dann 5 Ziele, die haben den Debuff und bekommen dann... wo ist hier Mastery? Und bekommen nochmal 17% mehr Schaden. Also das ist jetzt nicht die Welt, aber 17% nimmt man mit, vor allem im AOE. Das ist also ganz nett, ich habe das schon gemacht. Das Problem ist, man tötet damit niemanden. Und das macht aber auch nur dann, macht eigentlich eher Sinn, wenn man den Artifact Trade für den göttlichen Sturm hat. Weil man dann nämlich die ganze Zeit am Heilen ist. Und das ist definitiv nicht verkehrt, wenn man das Talent Lumineszenz hat, weil man dann nämlich die ganze Zeit, man heilt sich und man heilt seine Mitspieler die ganze Zeit. Weil, wenn man selber Heilung bekommt, heilt man seine Mitspieler im Umkreis von 10 Meter um 30% des verursachten Betrages. Es ist letztendlich nicht viel, also ich glaube, das sind mindestens 35.000 Life, Heal, die man hat, aber jeder Heal zählt. Ne? Also man sollte das nie unterschätzen.
Und es ist ja nicht so, dass man in Legionen einfach mal wieder die Leute vollpumpen kann. Das ist noch nicht der Fall. Das wird vielleicht mal wieder kommen. Na, dann kriegst du jetzt erstmal ins Gesicht. Schild ist ab. Erstmal 126k. Mein Schild wird wahrscheinlich gleich explodieren. Kriegst du mal ins Gesicht. Schild ist schon explodiert, genau. Okay, da ist die Bubble an. Kriegt ein Inline. Ich verabscheue mich mal so ein bisschen. Wir sollten... Na, nicht Enter drücken. Geil! Ja, wenn's halt leckt, ne? Nerv mich mal nicht. Scheiß Tank da. Keiner will dich, keiner braucht dich, keiner mag dich. So, jetzt kriegst du mal einen Stun. Hunter kann laufen. Ja, das? Oh, nervt nicht. Nee, ich lass mich da nicht von dir umprügeln. Das ist ja das Praktische, man kann in der Bubble und in der Bob ganz normal Damage weiter machen. So, mal den heilen. Na, jetzt kann man nicht mehr heilen. Aber dem können wir auch die 12 geben. Ach, scheiße, ist ja immun. 20.000, das war aber nix. Oh, Blinding Light. Oh, hau ich gleich wieder raus, Horst. Jetzt kriegst du was dann. Und dann, oh, da fällt er um. Wo ist der Rogue? Ich krieg den Rogue nicht. Da war doch. Jetzt spielt wieder die Standard-UI rum. Na? Oh, den müssen wir aufhalten. Die zimmern gerade hier. Oh, 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 das wird nicht, oder? Nein, das wird nichts mehr. Sortiert ist es ja. 23.000, kann sich sehen lassen. Oh, da kann man nicht viel rum. Nur gerade Räusper, Moment. So, und wieder im Leben. Chat geht weiter zurück, ja. Hier ist Ink, aber hier kann man nichts machen. Ihr könnt ja mal hingehen. Den ja was dann, den Bösen da. Wir können ja auch den bösen Decay da machen. Und wir könnten den bösen Decay auch einfach mal so ein bisschen penetrieren, ne? Oder den Halli da. So zum Beispiel. Oh, 137. It's a new record. Bam, hau auf mich ein, hau auf mich ein. Töte die Silber. Und jetzt stirbst du. Sag ich doch. Jetzt muss ich hier weg. Nein, ich will aber weg. Das schaffe ich trotzdem. Da kam der Grip etwas zu spät. Jetzt hätte ich früher grippen müssen, aber das hätte ich wahrscheinlich auch noch geschafft bis dato. So. Sich eigentlich recken, aber ich kann nicht wirklich recken. Die Dots ticken und ticken und ticken und ticken und ticken. Art wie die ticken. Was heile ich eigentlich mittlerweile? 36k. Ne, komm, was heile ich jetzt? 36k, ja. Das ist eigentlich immer noch hart wenig. Dafür, dass ich nur 5-mal casten kann. Oh ja. Komm, hier mich. Genau. Ist doch richtig. Ob ich mich durchs kann. Warum macht er da Mass Dispel? Ah, jetzt kriegt man ihn wieder nicht, weil er leckt. Ins Gesicht. Ich brauche nämlich den Heal. Hey. Judgment on Heal. Auch Heal. Eat Heal. Absorb. Was machst du denn hier, blöde Hexer? Guck mal her. Treten wir dich auch mal aus dem Leben. Ah, nicht dagegen. Sogar
Prime. Wiedemann. Oh, ist er wieder low. Und der hat alles gezogen, du bist mein Gott. Hat er alles gezogen. Was für Scheiße. Mal nicht und zack. Oh. Doch wieder hier ran. Zeichen 31k. Das war jetzt nicht viel. Was? Ist das Ding so schnell kaputt oder war das schon fast doch? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Dann wieder Sprint an. Hallo Hunter. Wie geht's dir denn? Wow, 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 wow. Sag mal, Wings kann ich auch. Spezialität des Hauses. Wenn du so einer bist, dann komm her, hau mich runter. Oh, ups. Hat mich ja schon runtergehauen. Oh, die haben mich runtergehauen. Waren ja mehrere. Scheiße, ist Bobble schon weg. Ich hätte gern wieder die 12 Sekunden Bobble wie früher. Back to the Roots oder wie war das Blizzard? Das wäre manchmal echt angenehmer. Langgezogenes BG. Tja, aber Heal ist auch nur so hoch wegen dem da. Ohne dem da, kein Heal da. Gleich wieder ins Gesicht. Was nimmt er denn da? Ah, oh, da ist ja... Nein, kicken wir mal den Hexer. Machen wir schon mal langsam, damit du nicht auf dumme Gedanken kommst. Und jetzt dreht man dich aus dem Leben. So, dein Schild ist weg. Wieder Kick. Nein, du hörst auf hier die Leute auszusaugen. Du stirbst nämlich irgendwann. Ah, das ist doch behindert. Doch auf den Priest gehen. Nummer 1 dann. Keinen Sinn. Inline. Freedom. Oh, Putin. Hi, Putin. Put in. Ah, jetzt sind sie doch durch. Mist. Alle geslaut. Ja, lass mich in Ruhe. Tschüss, Putin. Hallo Hexer, dann kann ich ein bisschen Leben bei dir holen. Ein bisschen. Erstmal weg hier. Noch heilen. Natürlich. Was ist denn hier los? Wie steht da für Damage? Heilige Mutter Maria Gottes. Du bleibst hier. Ja, ja, mach nur. Mach, das, mach den Schild nur runter. Nö. Das wird wahrscheinlich auf Dauer nicht gut gehen. Aber vielleicht doch. Ah, doch. Oh, Novling genommen. Super, klappt wieder nicht. Was ist eine Eule? Könnte eine Eule gewesen sein. Mondfeuer. Was ist denn der? Wo ist denn der? Ja, kann durchaus eine Eule sein. Ach, das war doof. Ich hab doch Handauflegung gedrückt. Puh. Bin ich beleidigt. Scheißspiel. Tja, jetzt drängen die uns da rein. 9 Sekunden. Das schaffen sie nicht mehr. Das schaffen sie nicht.
Sag ich doch, schaffen sie nicht. Ja, greif mich an. Ja, hat einer Totschick in der Gilde gemacht. Das ist der Erfolg hier. Beziehungsweise, da ist er. Totschick. Fashionator. Was? Fashionista, oh Gott. Also überall mindestens, wie viel? Also 100, 100, 100 und so weiter und so fort. Ja, tatsächlich alle voll. Ja, schön, ne? Ja, viele haben das ja schon gleich gemacht. Jetzt bin ich richtig fabulous. Mindestens. Mindestens. So, aber jetzt zum BG. Wo ist denn eigentlich unser Monk? Der ist da drüben. Da duscht. Gut, dann buffe ich mich wieder selber durch. Ich habe keinen Heiler hier. Außer Schurken können heilen, aber können wir mal das hier machen. Weil... Die spinnt wieder rum. So. Schon einige Leute online. Ach, der ist ja schon wieder hier. Mal sehen. Das Lustige ist, den treten wir jetzt aus dem Bild. Oder? Komm mal, komm. Wenn er keine Bubble hat, treten wir aus. Er hat eine Bubble. Jetzt hat er keine mehr. Und er leckt. Oh, unglaublich. Butter. Ach du Scheiße, wie der leckt. Ja. Oh, fuck. Da gibt's nichts mehr zu lachen. Scheiße. Nein! Oh, wie lächerlich. Kannst du aber eine Kugel schnappen, wenn die uns jetzt hier schon in Ruhe lassen? Ne, da oben kommen wir auch nicht durch. Die sind hier überall. Oh, Hexer, nervt nicht. Bleib hier. Dann müssen wir halt jetzt doch mit dir spielen. Seed of Corruption. Na, komm her. Wenn du unbedingt spielen willst. Kannst du haben. Spielen wir halt. Sind ein paar, ich habe ein paar Mitspieler mitgebracht, ne? Ist das recht so? Wenn nicht, musst du es sagen. So. Was willst du da? Jetzt dann drüber und Justice Vengeance raus. Dann kann ich aber trotzdem mal, Freund. Halte ich mich jetzt. Na ja, komm, das ist sinnlos. Weg hier. Was? Also komm halt, cool. Ging ja schnell. Geh mir da ruhig, das hat da keinen Sinn. Wir haben noch ja, etwas weniger als 8 Minuten. Wir müssen mal durch. Ich wollte ja eigentlich von Anfang an durch, aber irgendwie. Das ignorieren wir auch mal. Wenn ich slowen kann, bin ich durch. Er kann nicht slowen, dann bin ich durch. Den haben wir schon. Dann reiten wir jetzt einfach hier rüber. In der Hoffnung, dass hier keiner steht. Nö. Gut, super. Ich mache das nicht der Erfolge wegen, denn ich habe hier schon alle, aber den Scheiß, da kann ich wegklicken. Interessiert kein Schwein. Inner Crap. Ja, das ist immer toll. Wenn man dann in der Kugel ist. Den Palli kennen wir doch. Ach, boom. Guck mal, ich bin langsam. Legmaster 2000. Kannst laufen. So, jetzt ein bisschen. Oh, oh, muss ich weg. Dürfen wir nicht an den Palli ran, sonst hauen wir uns ständig die ganze Zeit irgendwas um die Ohren. Na, nicht schon wieder. So, mein Freund, jetzt kriegst du hier wieder was ins Gesicht. Und da ist er down. Ist der
erste Streich, der zweite Streich und da ist der dritte Streich. Komm, wenn ihr so versessen seid, mir insbesondere ins Gesicht zu drücken. Boah, die Bubble an, also Schild. Shield of Vengeance, Inline. Genau, und dann kriegt der Hexe erstmal schön in die Fresse. Das ist der nächste. Jetzt gibt es einen Stun. Das gibt es drauf. Und dann heilen wir es mal so ein bisschen an die hoch. Jetzt muss man es doch aktiv heilen. Also Justicas Vengeance, sprich die Rache des Rechtsprechers, ist im Moment eigentlich so ziemlich das Nonplusultra. Beziehungsweise ist eigentlich so ziemlich das Talent, was man hier im BG auf jeden Fall wählt. Weil sonst hätte ich gegen Hexer, ich hätte nie eine Chance. Gegen andere. Gegen Melis ist klar, da ist natürlich Scheiße, jetzt sind es zu viele. Ach. Bin ich auf die Eier. Ah, das ist nicht. Warum macht der denn die AMS an? Ach Mist. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, Auge um Auge ist da zum Beispiel, ist gegen Melis deutlich besser, weil man hat 1 Minute Cooldown hier. 1 Minute Cooldown, 35% weniger physischen, körperlichen Schaden. Und jeglicher Nahkampfangriff wird mit einem Gegenangriff beantwortet. Das heißt, wenn als Beispiel so ein Schurke mit Killing Spree an einem dran ist, ja, der zimmert sich schon selber runter. Ne? Oder halt auch ein Fury Roy. Oder generell alles, was zwei Einhände hat, die drücken sich schnell runter. Ein Enhanced und Charmy genauso. Die prügeln sich da runter, wenn sie es nicht kapieren. Deswegen, man sieht das aber, diese schönen Schwerter, ich glaube, die roten Schwerter sind das, die dann um den Paladin herumtanzen und da sollte man dann nicht an ihn ran. Man kann ihn stunnen, man kann mit Ranged Attacks kann man angreifen, also in dem Falle hier Klinge des Zorns müsste eigentlich gehen, das habe ich nicht probiert, da dürfte ich nicht getroffen werden. Und das Richtur-Teil natürlich auf jeden Fall. Du bleibst... Ja, dann haben wir schon verlangsamt. Das sind so Dinge, die auf jeden Fall... Oh, puh. Warum habe ich den 4 nicht mehr? Kann ich das Scheißding wegfieren und gut ist? Das ist irgendwo dämlich. Jetzt kriegst du erstmal ins Gesicht. Ein Crit dabei. Aber dreimal hintereinander, das ist schön, gell? Und macht den Tauni froh. Das ist ein Inline. Mal dann. Hohohoho, bam! Ab ins Forum kotzen. Aber er heizt dagegen. Der kotzt. Der hat Pech gehabt. Oh, und da haben wir gewonnen. Ja, schön. Super. Waren nur 19 Minuten. Gibt wieder eine extra lange Folge. Und hier, Heilung. 5,5 Mille, ne? Dritter bei uns. Oh, guckt hier. Priest. Das ist ein Shadow. Und Shadow mit 6 Millionen. Also, das sind halt Dinge, die sind aber auch in der Beta nicht wirklich anders. Also, das muss man... Da muss man noch auf Blizzard hoffen, dass es da endlich, ja, entsprechende Änderungen gibt. Gut. Auf den Penis mir, da muss ich jetzt nicht so gucken, aber die Zahlen immer mal nicht hier. Durchschnittliche Crit 88k, das sind halt, ja gut, okay, hier kriegt man, glaube ich, noch 100% Heal. Man kriegt ja später nur 70% Heal, aber das ist eigentlich immer noch ganz angenehm. Gut, okay, in diesem Sinne sage ich mir mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, ab damit in die Kommentare, Twitter, Facebook und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.